Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, weiter geht's in Raytracing, genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich hoffe, ihr habt die Videos bisher gesehen. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt einfach mal diese Vector-3D-Klasse zu implementieren, damit ihr vielleicht ein bisschen bessere Vorstellung habt, was wir hier genau machen. Also, ein Vector-3D, habe ich letztes Mal schon gesagt, ist sozusagen, er gibt eine Richtung oder eine Position an. In unserem Fall gibt er beides teilweise an, je nachdem, was für einen Vektor wir hier haben. Und er hält sich immer drei Variablen, nämlich x, y und z. Und diese drei Variablen geben eben die Position an, also x, y, z wäre dann eine dreidimensionale Position in einem Koordinatensystem. Oder sie geben eine Richtung an, also zum Beispiel 1, 0, 0 wäre 1 nach rechts, keins nach oben und keins nach hinten, also quasi ein Schritt in welche Richtung. So könnt ihr euch das vorstellen. Und ja, ich habe hier jetzt eigentlich mal relativ viel getan, um mir das Leben später einfacher und netter zu machen. Ups. Und ich möchte euch das auch mal vielleicht zeigen. Also es wird, wie gesagt, ein sehr ausführliches Projekt werden. Und deswegen, ja, wir wollen hier natürlich möglichst alles so machen, wie man es tatsächlich machen würde vielleicht. Oder auch nicht. Constructor using fields. So. Okay. Generate Constructor. Ach, das macht nur einen. Na super. Okay, schade. Ich dachte, das macht tatsächlich alle Konstruktoren. Naja, egal. Dann müssen wir sie halt selber schreiben. Gut. Ja, wir machen das hier und wir machen das hier. Wir haben einen ohne die Methoden, ohne diese Variablen 0, 0, 0. Also wenn wir nichts angeben, dann kreieren wir einfach einen Vektor 0, 0, 0. Wenn wir nur x angeben, kreieren wir einen Vektor x 0, 0. Wenn wir noch y angeben, dann kreieren wir natürlich auch noch die y-Variable und setzen nur z auf 0. Und die letzte Möglichkeit, wir geben alle 3 an und kriegen wirklich unseren Vektor raus. So, wie gesagt, ich habe hier viel gemacht, damit ich später einfacher habe. Genau. So. Und hier sagen wir public void add. Und hier kommt ein Vektor rein. Vektor 3d b. So. Und in dieser Methode wollen wir natürlich jetzt einfach diese Vektoren addieren. Die geometrische Bedeutung von Addition von Vektoren ist vielleicht nicht unbedingt so klar. Addieren von Vektoren bedeutet so viel wie sie aneinander packen. Also wenn ich jetzt hier einen Vektor habe, der Pfeil, ich lasse einfach die Pfeilspitzen weg. Und ich habe danach noch einen Vektor hier. Dann ist die Addition dieser beiden Vektoren der hier. Das heißt, ich gehe zuerst nach hier und dann gehe ich nach hier. Das heißt, ich kann auch gleich dahin gehen. Das ist quasi die Addition. Wohingegen von Position ist das natürlich was anderes. Aber Position kann man im Prinzip auch so sagen, hier ist der Ursprung, also 0, 0, 0. Und meine Position ist hier. Und dann geht mein Vektor, der mir die Position angibt, ist nach hier. Und wenn ich dann die Position verschiebe, zum Beispiel nach da, also so, dann kann ich auch gleich addieren und sagen, ich gehe vom Ursprung aus direkt nach hier. Ja, so funktioniert Vektoraddition. Ich hoffe, ihr kennt es einigermaßen. Wenn nicht, schaut euch das bitte noch an. Ich glaube, ich habe sogar noch diese uralten Mathe-Videos von der Oberstufe. Nicht wundern, da ist meine Stimme verzerrt gewesen. Vielleicht nicht so cool, aber ja. Okay, also was wir im Prinzip mathematisch machen, ist total einfach. Wir addieren jede Koordinate für sich. Also wir sagen, this Punkt x plus gleich b Punkt x. Also wir addieren den b-Teil einfach drauf. Wir addieren das genau dasselbe für y und für z natürlich genauso. Plus gleich b Punkt z. So, das war schon die Additionsmethode. Genau. So, und jetzt wollen wir hier noch die Getter und Setter haben. Denn, ah ne, sie sind nicht mal private, dann können wir uns die Getter und Setter theoretisch auch sparen. Gut. Okay, jetzt können wir wenigstens damit was anfangen und können hier in der Kamera weitermachen. Okay. So, ich habe euch gesagt, was diese Vektoren hier bedeuten. Malt euch dazu vielleicht mal selber noch ein Bild. Und ja, jetzt brauchen wir noch eine neue Klasse. Und die wird einfach nur statische Methoden haben. Wir wollen eine Util-Klasse schreiben. Das gibt es ganz oft. Und diese Util-Klasse, die liefert einfach irgendwelche Funktionen, die man öfters mal braucht. Und die
Ja, oder auch irgendwelche Variablen, die man öfters mal braucht und die stehen dann einem statisch einfach zur Verfügung. Zum Beispiel brauchen wir demnächst das Skalarprodukt. Ich hoffe, ihr wisst alle, was ein Skalarprodukt ist. Skalarprodukt im Prinzip mathematisch gesehen, zeige ich euch sofort. Skalarprodukt, ich schreibe es mit C, englische Schreibweise, vielleicht auch nicht ganz korrekt, ich weiß es nicht. So, was wir tun, wir nehmen hier zwei Vektoren, einmal a und Vektor 3d, b. Okay, das Skalarprodukt ist folgendes. Wir nehmen die Wurzel aus a, nein, nicht aus a, sondern aus a.x mal b.x plus. Und dann tun wir das einfach hier weiterführen für y, also a.y mal b.y plus a.z mal b.z. So, was jetzt das genau bedeutet, das ist die Länge von einem Vektor, theoretisch. Wenn man hier jetzt zweimal denselben Vektor reinstopft, dann kommt dabei die Länge raus. Und wir brauchen das Skalarprodukt teilweise noch woanders. Ich werde es euch dann jeweils erklären, ja, was das dann bedeutet. Okay. Wir brauchen natürlich auch noch eine Methode, dass wir einen Faktor drauf multiplizieren können. Nicht Double, sondern Vektor 3D, diesmal als Rückgabewert. Wir müssen einen Double auf einen Vektor drauf multiplizieren können. Skalarmultiplikation nennt sich das Ganze. Und da brauchen wir natürlich einen Vektor a und einen Double d. Theoretisch könnte man das auch alles in diese Vektor 3D-Methode reinpacken. Praktisch könnte man das auch machen. Ja, ich glaube, das machen wir sogar. Ja, ich finde das sogar eine deutlich bessere Methode. Wenn wir das da reinpacken, dann brauchen wir die gar nicht static haben. Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Okay, ich kopiere das hier einfach mal beides raus. Entschuldigt bitte. So, dann brauchen wir die auch nicht mehr static. Und die hier brauchen wir nicht mehr static. Und hier brauchen wir keinen Vektor a mehr. Ich habe mich gerade dazu umentschlossen. Ich habe es eigentlich anders programmiert gehabt bei mir. Aber ich hoffe, das stört hier gerade niemanden. So. Ups. This.z. Okay. So, dann brauchen wir hier auch keinen Vektor a mehr. Wir wollen jetzt auf den existierenden Vektor, also auf demjenigen Vektor, auf dem wir diese Methode aufrufen, wollen wir einfach einen Faktor drauf multiplizieren. Und wir brauchen hier auch kein Return Statement. Ja, doch, 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 lass uns ein Return Statement drin lassen. Ich glaube, das brauche ich sogar teilweise. Wir geben hier den Vektor zurück, der quasi alle Koordinaten mit diesem Double Vektor d multipliziert ergibt. Also wir geben einfach einen neuen Vektor zurück, Return New Vektor. Und dieser Vektor ist einfach d mal this.x, d mal this.y und d mal this.z. So, mehr ist das gar nicht. Das ist relativ simpel eigentlich gewesen. Ja, und jetzt wollen wir natürlich auch noch zum Beispiel. Ah ja, genau, den brauchen wir auch noch. Sekunde, ich schau mal ganz kurz, was wir direkt brauchen hier. Okay, also wir brauchen jetzt in allernächster Zukunft brauchen wir noch die Subtraktion von dem Vektor. Das heißt, ich werde hier public Vektor 3D subtract. Und warum ich jetzt hier in diesem Fall, also hier oben habe ich ja die Additionsmethode, die liefert uns nichts zurück, sondern die tut es tatsächlich auf dem Vektor drauf, addieren. Warum ich das jetzt hier mache, ich brauche hier wirklich noch den Rückgabewert und darf den Input nicht verändern. Deswegen habe ich das eigentlich. Ja, ich möchte hier einen Vektor b davon einfach subtrahieren und möchte das Ergebnis zurückhaben und nicht direkt ändern. Ja, super, ganz schlau.
Okay, return new Vector 3D. Möglichst schreibfaul der Herr heute, ne? Gut, ja, was möchte man? Man möchte einfach hier this.x-b.x. Und das natürlich für alle Koordinaten, this.y-b.y und this.z-b.z. So, was wir dann noch ganz dringend brauchen, relativ bald, ist das Normalisieren eines Vektors. Normalisieren bedeutet, die Länge auf 1 schrauben. Also man kann einen Vektor stauchen, aber er zeigt ja dann immer noch in dieselbe Richtung. Also sagen wir mal, ich habe einen Vektor, der zeigt mir auf diesen Punkt von irgendwo da hinten. Ja, das könnt ihr, glaube ich, nicht mal gerade sehen. Dann ist ja die Richtung dieselbe, wie wenn ich jetzt hier so einen Vektor habe. Die Richtung bleibt ja dieselbe. Fast zumindest, also die sollen hier parallel sein. Die Richtung ist ja dieselbe. Und deswegen darf ich jedes Mal einen Vektor länger machen oder kürzer machen, ohne dass sich daran was verändert. Und das bedeutet, ich kann einen Vektor stauchen und das nennt sich, wenn man die Länge auf 1 staucht oder streckt, je nachdem, dann nennt sich das Ganze Normalisieren. Und Normalisieren ist wirklich wichtig, denn man arbeitet eigentlich immer nur mit Länge 1, damit es irgendwie keine Probleme gibt. Ja, also public vector 3D normalize. So, und wir brauchen hier gar nichts eingeben, wir brauchen hier tatsächlich nur einen einzigen Vektor. Und den kriegen wir ja schon von der Klasse. Normalize, genau. So, und dann sagen wir hier die Länge des Vektors, also wie lang er quasi ist aktuell, ist einfach das Skalarprodukt, das habe ich euch jetzt sogar schon gesagt, von sich selbst. Das heißt, wir bekommen so die Länge zurück. Da müsst ihr mir einfach glauben oder ihr wisst. Ich hoffe, ihr wisst. So, und wenn die Länge genau 0 ist, math.ups von length gleich 0, dann dürfen wir natürlich nicht durch 0 teilen. Das heißt, wir müssen hier einfach den 0-Vektor zurückgeben, weil er ja dann auch logischerweise keine Länge hat. Das ist quasi ein Sonderfall einfach. Ja, der 0-Vektor, der hat einfach Länge 0 und dabei bleibt's. Da kann man dann auch nichts normalisieren. Das ist wirklich eine Ausnahme. Und ansonsten können wir einfach einen neuen Vektor 3D zurückgeben. Und zwar einfach a.x, also die x-Koordinate, ja, this.x. Ich habe es, wie gesagt, bei mir ausgelagert gehabt in util. This.x durch die Länge des Vektors. Und genauso mit y, durch die Länge des Vektors und mit z durch die Länge des Vektors teilen. Und was man dann zurückbekommt, ist ein Vektor, dessen, natürlich nicht da, dahin, dessen Koordinaten hier überall 1 ergeben. Also wenn man sie aufsummiert, dann haben wir, also sagen wir, hier haben wir 0,3, hier haben wir 0,4 und hier haben wir wieder 0,3, dann haben wir zusammen 1. Und das ist eben genau das, was ein normalisierter Vektor als Eigenschaft hat. Alle Werte aufsummiert ergeben 1. So, ja, und jetzt haben wir schon wieder das Video eigentlich schon fast überschritten und brauchen immer noch eine Methode, nämlich das Kreuzprodukt. So, das Kreuzprodukt werde ich euch jetzt nicht komplett erklären, da könnt ihr dann theoretisch danach eigentlich alles, was man im Mathe-Abi gekonnt haben sollte, fast zumindest. Ja, aber das Kreuzprodukt ist trotzdem ziemlich wichtig. Was das genau macht, es nimmt im Prinzip zwei Vektoren. Ich tue hier mal ein bisschen aufräumen. So, jetzt habe ich auch wieder Platz. Okay, zwei Vektoren, nämlich einmal sowas hier und einmal sowas hier. Und was es tut, es liefert uns einen Vektor, der auf diese beiden hier rechtwinklig steht. Also diese beiden hier, die sind ja jetzt aktuell schon rechtwinklig, quasi zumindest. Und dann liefert es uns den Vektor, der hier nach vorne im rechten Winkel, ich versuche es mal mit dem Pinsel, hier haben wir ja schon den rechten Winkel gehabt zwischen den beiden und was man dann zurückbekommt, ist hier ein rechter Winkel. Das müsst ihr euch jetzt dreidimensional vorstellen und hier ein rechter Winkel zwischen denen. Hebt am besten mal eure Finger hin und versucht es mal euch vorzustellen. Es geht durchaus im Dreidimensionalen, dass man hier eben diese drei rechten Winkel hat und genau diesen Vektor hier vorne, also den hier,
den liefert das Kreuzprodukt zurück, wenn man den hier und den hier reinsteckt. Genau, also brauchen wir hier noch dieses Kreuzprodukt. Ja, liefert uns natürlich wieder ein Vektor 3D zurück. Cross habe ich es einfach mal genannt und brauchen natürlich hier noch einen anderen Vektor. Upsala. Vektor 3D. B. Und ja, was wir hier tun, das ist jetzt nicht ganz so trivial, wie man es von den anderen Methoden vielleicht denkt. Return new Vektor 3D. Und wir tun hier als erstes this.y mal b.z minus this.z minus b.y. So, dann die zweite Koordinate. Ich rück das mal hier so ein bisschen ein. This.z mal b.x minus this.x mal b.z. Also ihr kennt vielleicht so ein kleines Muster darin. Und zu guter Letzt this.x mal b.y minus a. this.y. Ups, da oben muss natürlich ein Mal hin. Mal b.x. So. Das ist das Kreuzprodukt. Ihr könnt es euch einfach mal an den Koordinaten vielleicht auch anschaulich aufmalen oder was auch immer. Aber ich werde jetzt hier nicht genauer darauf eingehen, wie diese Formel zustande kommt. Vertraut mir da einfach, der liefert uns diesen Vektor zurück. So, genau. Und an der Stelle mache ich jetzt auch mal mit dem Video Schluss. Und morgen geht es natürlich dann wieder weiter. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.